So, und jetzt komme ich mit der bösen Botschaft ums Eck. Jede Kuh, auch die Amy, wird irgendwann geschlachtet. So ist es. Auch wenn es heute viele nicht mehr hören wollen. Auch deswegen sind wir heute in Münchsteinach. Das liegt am Rand des Steigerwalds. Weil hier ist der TikTok-Metzger daheim. Der ist bekannt von Social Media, hat dort viele Freunde, aber auch viele Feinde. Warum er das Ganze macht, das fragen wir am besten selber, weil er ist nämlich gerade schon fleißig am Arbeiten. Servus, Michael. Servus. Grüß dich, was machst du denn heute? Ich mache jetzt heute Käsepfefferbeißer. Das ist unser Bestseller im Betrieb. Okay. Und die füllen wir jetzt dann ein. Warum bist du Metzger geworden eigentlich? Für mich war das schon ganz früh klar. Ich bin hier aufgewachsen, dritte Generation sind wir. Und im Kindergarten habe ich schon in mein Freundesbuch reingeschrieben, in der Schule, in der Grundschule. Ich will Metzger werden. Und das war für mich dann ganz klar. Okay. Ich habe schon immer Spaß dabei gehabt. Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist bekannt von Social Media. Mhm. Da schauen wir jetzt einfach mal rein, was du da so treibst alles. Ja, schauen wir mal. Also man sieht jetzt da hier Bolzenschussapparat, erklärst du, aber auch ganz andere Sachen, zum Beispiel wie ein Rind gehäutet wird. Ja, das sind schon ganz intensive Bilder, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Dann da ein Schwein, kommen die Gedärme raus. Und das finde ich ist für mich so ein bisschen Geschmackssache, Schweinsköpfe. Ich selber mag es nicht so gern, aber klar, wer es will, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Sag mal, warum machst du das mit Social Media? Das mache ich. Ich habe TikTok mir runtergeladen und dann habe ich viel gesehen, dass gewisse militante Veganer unseren Beruf so richtig schlecht reden. Und dann habe ich mir gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Man muss die Leute wieder aufklären, wie, wo was gemacht wird. Wie es ist vom Bauern das Rind zu holen, das Schwein zum Metzger zu bringen und einfach alles Aufklärungsarbeit, sage ich mal dazu. Deine Videos werden ja kommentiert, zum Teil hundertfach. Da ist viel Positives mit dabei, aber es sind ein paar krasse negative Kommentare mit dabei. Wie gehst du damit um? Mit dem Hass gehe ich so um, es geht da rein, es geht da raus. Hast du damit gerechnet gehabt, dass solche Kommentare kommen, wie du damit losgelegt hast? Ich habe damit gerechnet. Aber mit so krassen Kommentaren teilweise nicht. Was heißt so krass? Da gibt es Morddrohungen, Todeswünsche etc. und so weiter. Das darf man alles gar nicht hier sagen. Aber hast du nicht überlegt, aufzuhören dann? Ich habe mir gedacht, ich lasse mich nicht unterbuttern. Und die positiven Kommentare haben einfach überwiegt und auch die positive Resonanz. Mhm. Wo ist das Interesse am größten? Also das Interesse ist am größten ist tatsächlich beim Schlachten. Mhm. Das glaube ich aber, weil es halt einfach nirgends so zu sehen ist und auch nicht so erklärt wird. Die Leute können da Fragen stellen und ich kann auf die Fragen mit eingehen. Und mache dann auch extra abends nochmal Aufklärungsarbeit, wo man in Ruhe fast jedes Kommentar, wo ich beantworten kann. Was sagen die anderen Metzger eigentlich dazu, deine Berufskollegen? Also, ganz am Anfang haben sie mich eigentlich belächelt und mittlerweile versuchen immer mehr auch über TikTok ihren Beruf näher zu bringen, was aber auch positiv ist. Mhm. Jetzt sind es ja krasse Bilder, auch, die du zeigst, auch vom Schlachten selber. Ist es vielleicht auch eine Zumutung, sowas herzuzeigen? Können wir sagen, braucht es das? Genau das ist ja das, was die Leute nicht mehr wissen. Das braucht es, um, wenn man das Schnitzel am Teller wertschätzen will, muss man auch sehen, wo es herkommt und wie es gemacht wird und was dahinter steckt. Man muss weg vom Billigfleisch, man muss dahin wieder, wo der Ursprung ist, zum Sonntagsbraten. Jetzt gibt es ein gutes Fleisch und das genieße ich jetzt und ich weiß auch, wo es her ist. Und das ist das, was auch mir am Herzen liegt, die Leute näher zu bringen. Dir geht es zum einen um die Aufklärungsarbeit, zum anderen, wenn ich sowas wie mit dem Schweinskopf sehe, ist da auch der Gedanke, diese Verwertung vom ganzen Tier? Also generell ja. Beim Schweinskopf ausbrechen, das war so spontan. Und habe ich gedacht, ob die Leute überhaupt wissen, was man aus dem Schweinskopf macht, so wie Presslack, Sülze etc. Und tatsächlich war das auch fast wie beim Schlachten. Die Aufrufe sind nach oben gegangen und die haben wissen wollen, was macht man auf dem Kopf, wie schmeckt es. Und ja, deswegen habe ich das gezeigt und zeige das immer wieder jetzt. Geht es ja da auch darum, dass man sieht, alles ist wertvoll, dass es weiterverarbeitet wird? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir Metzger sagen ja auch immer, dass so viel wie es geht zu verwerten. Und auch durch TikTok habe ich das jetzt mittlerweile geschafft. Wir bringen alles an Mann. Wir verkaufen mittlerweile die Rinderfelle, die fahre ich zum Gerber oder die Schafsfelle, die werden zum Gerber gebracht und 4 Monate später können die Leute, die dann zugeschaut haben beim Schlachten, dieses Fell auch erwerben.
Und also funktioniert das, kommen da Leute und sagen so, hey, ich will das kaufen, das hätte ich mir sonst nicht gekauft, aber jetzt kaufe ich mir einen Schweinskopf, eine Sülze. Ja, das funktioniert. Es ist das Witzigste, was mir da passiert ist, eigentlich beim Live-Schlachten eines Bullen hat jemand gefragt, er würde gern die Hoden kaufen. Er kriegt nirgends Hoden in ganz Deutschland. Dann habe ich gesagt, was willst du damit machen? Ja, er hat früher, haben die paniert wie ein Schnitzel und gegessen. Dann habe ich gesagt, kannst du natürlich haben. Und dann haben wir auch die Hoden verkauft. Aber ich höre raus, es ist schon viel Arbeit, was du da machst. Ja, es ist zeitintensiv auf jeden Fall. Mir geht es da nicht nur ums Geld, mir geht es auch wirklich um die Aufklärungsarbeit und auch um wirklich alles zu verwerten, um die Leute aufzuklären. Dann sage ich vielen Dank, Michael, und weiter so. Ja, machen wir. Danke. Servus. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt es in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.